So, Freunde, jetzt ist das Frühstück dran. Da haben wir Zwiebelringe, Pommes, türkische Pastete mit Hackfleisch, gemischter Toast. Das ist dreieckige Pastete mit Käse. Da werden die frisch zubereitet. Mayonnaise und Ketchup. Dann haben wir Waffeln. Türkische Käsesorte. Gegrillter Käse. Pancake. Schokolade. Honig und so weiter. Diverse. Dann haben wir hier Omelette. Alles gut. Bak canım ben biraz daha bir şey. Ne koyarken böyle böyle. Bu tarafa. Tamam. Günaydın. Günaydın. Merhaba. Merhaba. Çok lezzetli gözüküyor omletler. İstiyorsanız yapalım sizin için de. Birazdan. Tamam. Video çekeyim. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Evet. Evet. Simit, das Wichtigste im türkischen Frühstück, Simit, Sesamringe, Croissants, diverse. Dann haben wir hier Blätterteigrollen mit Käse. Halt diverse Sachen, die sehr lecker aussehen. Croissants. Ich liebe ja Croissants, Freunde. Dann haben wir hier dieses Blumenkern, keine Ahnung, dieses Brot. Bäckerbrot. Butter. Ein sehr großes Brot mit Brötchen. Diverse Brotsorten. Da kann man es jetzt toasten. Gibt es eine Kinderecke mit, was gibt es denn hier Schönes, dementsprechende Tische, extra Kinderbuffet mit Kakao und so weiter, Fruchtjoghurt. Hier ist die Diät-Ecke mit 10 Minuten ein und Haferflocken. Eine Suppe, Lochessmesse. Und Linsensuppe. Natürlich mit Banane und so weiter. Apfel. Orange. Kiwi. Schneiden. Schneiden. Gut.
Çok güzel gözüküyor yine. Ben de sallayabilirim. Tabii ki. Kendine iyi bak. Teşekkürler siz de. Sağ olun. Tomatın. So, sana hier schon was. Kocht schon. Schokopochtschan. Pastete mit Vanille. Mit Aprikose, das aussieht wie Ei. Und Pastry. Hier gibt es die ganzen geräucherte Truthahn, Hähnchen mit Schwarzpfeffer, Salami, Pfeffer, Pastirma, oh, Dörfleisch, Pastirma, auch eine türkische Spezialität. Honig und Aprikose. Erdbeere. Schokolade. Hühnerschinken. Puten. Halt diverse Fleischsorten. Hühnerbrust. Und so weiter und so fort. Leute. Dann haben wir hier Pastry mit Oliven, mit Karamell, okay, mit Sausage und mit Sesam. So, was haben wir hier? Getrocknete Pfirsiche, Kekse, Oliven, Sesamstangen, getrocknete Früchte, Cracker, Leblebe, und natürlich Lokum darf nicht fehlen. Halt türkisch Delight, ne? In diversen Formen und Geschmacksrichtungen. Ich mag ja persönlich die hier in grün. Das ist mein Liebling. Dann Helva. Und dann haben wir hier Müsli, Freunde. Bunt. Müsli-Sorten. Schöne Farbe. Ah, lecker. Kekse. Dann gibt es hier Donuts. Kuchen. Das sieht aus wie so ein Kussmund. Schokodonuts. Kuchen und so weiter und so fort. So, Leute, es geht weiter hier mit Kaimak, das ist Creme, das ist auch eine türkische Spezialität. Dann haben wir hier Honig, tut man so Pilz rein und halt verschiedene Sorten, zum Beispiel Orangenmarmelade, Aprikosenmarmelade, Kirsche. Wer es warm haben möchte, kann auch hier Sausage, Scrambled Egg, wieder Ei, 5 Minuten oder 10 Minuten. Ihr habt die Qual der Wahl. Ja, Honig, Schokolade, Nutella,
Wie gesagt, die kann man dann später auch aufessen. Und die leckeren Brötchen, die Mini-Brötchen mit diversen Körnern, Vollkornbrötchen, alles frisch gemacht. Und Oliven in verschiedenen Farben und Formen. Schwarze Oliven, grüne Oliven und Honig. Meine Fresse, die Leute glotzen aber auch, haben wir in die Kamera gesehen, ey. Leute. So, dann kommen wir zu den Käsesorten. Gouda, Brustkäse, Weißkäse, Ziegenkäse, Dillkäse, Dorfkäse, Quark oder Lorpenere, Cheddar-Käse, ich mag ja das hier, Burgopenere, spezielle Käseart und diese Dammerpenere, das sind so Käsebällchen, die sind auch sehr lecker. Und hier spezielle Käse Tulumpenere und so weiter, Burgopenere, Zopfkäse. Sepetpene oder Korbkäse. Das ist Hellem, das ist nordzyklischer Käse. Tellpene, das ist Garnkäse. Und Schafskäse. So viele Käsesorten, Freunde. So, kommen wir hier rüber zu dem Obstsalat. Joghurt, Ananaskompott, Joghurt und dann haben wir hier noch diverse Joghurt, Käse und so weiter und natürlich Butter und so weiter. Ich glaube, ich habe alles gezeigt, Freunde. Das war das Frühstück von Royal Wings Hotel. Beziehungsweise hier nochmal das ganz wichtige Wassermelonen, Orangen. Die dürfen natürlich nicht fehlen. Und Grapefruit. Alles schön gesund. Ist auch ein bisschen nötig. Bye.